Moin Leute. Zweiter Sieger der Abstimmung, schlechtester Panzer, Churchill Gun Carrier. Das hier war meine erste, sagen wir mal, gute Runde als Panzers mit dem Ding. Angriffsgefecht auf Siegfriedlinie. Kurzer Nachtrag noch zum Scorpion-Video. Also einige hatten keine Probleme und hatten das Angebot auch im Shop. Andere hatten es nicht. Einige haben den Link ausprobiert. Bei denen hat es geklappt. Bei anderen hat der Link nicht geklappt. Es scheint da irgendwie so einen Bug zu geben. Wenn man das mehrmals refresht, die Seite oder so mit dem Link, irgendwann soll es dann anscheinend funktionieren. Also für diejenigen, die das Angebot noch wahrnehmen wollen. Ihr könnt das ja nochmal ausprobieren, ob es klappt. Ansonsten ist halt ein bisschen schade, dass ja, das anscheinend so verbuggt war. Aber zum Churchill, was kann der Panzer im Prinzip? Ja, er hat eine gute Kanone und er hat eine Gun Depression von 10 Grad. Und da hört es dann im Prinzip auch schon auf, denn das Problem ist, das Ding ist extrem langsam, das Ding ist extrem groß, hat keine Tarnwerte. Unten links könnt ihr den Schwenkbereich sehen, also der ist wirklich minimal. Was bei einem TD auch immer schlecht ist, ist, wenn er einen kleinen Schwenkbereich hat, denn ja, jedes Mal, wenn ihr die Wanne wieder drehen müsst, falls euch einer aus dem Schussfeld fährt, müsst ihr natürlich auch neu einvisieren und das ist extrem nervig. Da gibt es so ein paar Experten, zum Beispiel Jagdpanzer N100 hat das auch, wo man sagt, ein paar Grad mehr Schwenkbereich würden diesen Panzer nicht schaden. Des Weiteren hat man das Problem, dass die Kanone, nennen wir es mal Turm, vorne unten links angebracht ist. Ihr seht hier vielleicht, das ist das Einschlagsloch, was ich oben in der Mitte habe. Ihr habt das Problem, dass ihr, wenn ihr bei einer Hügelkette oder so fightet, immer wieder, ja, das Problem habt, dass die Gegner euch beschießen können, bevor ihr sie beschießen könnt. Ganz einfach, weil dieses Profil hier oben sozusagen schon sichtbar ist. Und da es nur irgendwie 80 Panzerungen hat vorne, geht auch fast alles durch. Ich hatte wirklich noch keine richtig vernünftige Runde mit dem Teil, wo ich gesagt habe, das hat richtig Bock gemacht, richtig Spaß gemacht. Man hat einfach das Problem, dass man eigentlich dazu gezwungen wird zu campen. Jetzt bin ich ja bei ihrem Angriffsmodus, das heißt, ich muss was machen. Der Alpha von 250 ist in so einem 6er Spiel natürlich geil, aber wenn man dann mal auf die Mappe kriegt, ist man relativ schnell weg. Man hat auch nur 650 AP, es bounced eigentlich so gut wie gar nichts. Vielleicht mal so ein 4er. Weiß nicht, ob der. Ja, selbst der kommt ohne Probleme durch. Mache ich einen kleinen High-Roll. Er kriegt die Arti ab. Wenn man sich den Matchmaker gerade anguckt, wir haben halt noch drei Artis. Der M3 Lee ist, glaube ich, ja, habe ich hinterher erst gemerkt, der liegt auf der Seite. Das heißt, der ist im Prinzip auch aus dem Spiel. Dann noch ein Stück 4 und ich mit meinen 50 AP. Beschleunige das Ganze mal auf zweifache Geschwindigkeit. Man gewöhnt sich wirklich so ein bisschen an den Panzer, wenn man ihn länger spielt, aber mein erstes Fazit ist schon mal, dass er eigentlich schlechter ist als die Ente, da die Ente halt noch ein regulärer Panzer mit Turm ist, eine gewisse Panzerung hat, gerade auf dem gleichen Tier und als die Vierer gar nicht mal so schlecht ist, der Churchill als Sechser gegen andere Sechser. Kann im Prinzip nur in der Redline stehen und das war's. Jetzt muss ich hier angreifen und hab natürlich das Problem, sobald ich aufgehe, mit meinen 50 AP bin ich weg. Oder sollte ich weg sein, als ich ihn getroffen werde. Ja, es wird eine harte Nuss, dieses Ding zu spielen. Ich habe mir aber vorgenommen, drei Gunmarks drauf zu fahren, was aber auch nicht so schwer sein sollte, denn wer bitte spielt schon den Churchill Gun Carrier? Wo der Schuss hingegangen ist, das weiß nur RNGesus.
Das ist halt das Einzige, wo ich sagen würde, das macht ihn wirklich stark. Nachladezeit von 7 Sekunden mit einem 250er Alpha-Schaden. Wenn man da einmal zum Ballern kommt auf Gegner, die irgendwie getrackt sind oder ja, nicht aus dem Schussfeld rausfahren können, dann kann man wirklich richtig Schaden rauskloppen mit so einem Ding. Aber diese Situation hat man einfach viel zu selten. Und jetzt konnte man noch ganz gut sehen, was es bedeutet, wenn die Kanone unten links im Turm sitzt. Er kommt von oben, kann halt das ganze Profil über meiner Kanone einsehen, bevor ich ihn überhaupt reinkriege. Und er hat ein leichtes, mich rauszunehmen. Ich hatte eine ganz kurze Gelegenheit, ihn zu snappen, habe die nicht wahrgenommen und dann war es das mit mir. Wie schlecht der Panzer ist, sagt auch im Prinzip diese Runde aus. 1500 oder 600 Schaden mit 200 Assist Damage und 3 Kills haben zum Panzerass gereicht in einer Runde, die ich verloren habe. Das sagt, glaube ich, einiges über den Tank aus. Bisher habe ich leider kein wirkliches Material, was ich euch noch zeigen wollte oder könnte zu dem Panzer, außer langweilige Camperrunden. Aber wie gesagt, ich werde die 3 Gunmarks auf dem Panzer erfarmen und dabei hoffentlich ein oder andere gute Runde dabei rumkommen und die kann ich euch dann nochmal zeigen. Ansonsten würde ich sagen, wie immer, falls euch es gefallen hat, freue ich mich über ein Like oder ein Abo. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video.